Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Heute fühlen wir der Software Recoverit von Wondershare mal etwas auf den Zahn und schauen, ob die wirklich leistet, was sie verspricht, nämlich Daten von ganz vielen verschiedenen Quellen wiederherzustellen. Das Ganze gibt es einmal für Windows und auch für macOS. Kann man sich erstmal kostenlos runterladen, um dann mal zu scannen und zu schauen und zum Wiederherstellen muss man dann natürlich die Software nochmal kaufen. Aber wir schauen erstmal, kann die überhaupt was oder kann die nix? Verspricht die nur was, was sie nicht kann? Naja, wir sehen mal. Ich habe sie schon runtergeladen, da haben wir es, Recoverit. Einmal starten und dann will ich heute Daten von diesem USB-Stick wiederherstellen. Ihr seht, wir bekommen hier sofort mal eine Übersicht. Wir sind in der Komplettwiederherstellung drin. Man kann hier aber auch auf das Menü gehen. Da sieht man, was die Software alles kann. Wiederherstellung gelöschter Daten, entweder versöhnlich gelöscht, Stromausfall, aus dem Mülleimer, formatierte Datenträger, Wiederherstellung formatierter Partitionen oder auch Wiederherstellung externer Geräte wie Kamera, SD-Karte, USB-Stick und solche Geschichten, Datenwiederherstellung nach Virenangriff, nach Systemabsturz oder die Komplettwiederherstellung. Und die wähle ich jetzt auch mal aus, denn ich will hier komplett mal wiederherstellen und mal sehen, was kriege ich denn aus dem alten USB-Stick hier nochmal raus. Dafür schließe ich den jetzt mal eben flott an, habe da extra nochmal ein paar Bilder eben drauf kopiert, die ich jetzt löschen werde und dann können wir mal sehen, ob wir diese Bildchen auch wieder finden. So, da haben wir es schon. SynState nennt sich das Laufwerk und ja, da habt ihr es. Die Mi AppleCat Logos in verschiedensten Variationen und die wähle ich jetzt alle mal aus, gehe in den Papierkorb legen, dauert einen kleinen Moment und dann Papierkorb einmal entleeren. Und ja, wir sehen, wenn ich jetzt mal drauf und wegklicke, ja, offensichtlich ist das Laufwerk leer. Naja, aber gelöscht heißt ja nicht immer direkt gelöscht. Also ich wähle es mal hier bei Recoverit aus, SynState, gehe auf Starten. Und dann wird hier oben gescannt, kann man hier an dem Fortschritt schön sehen. Und dann sieht man auch schon, wie viele Dateien dort gefunden wurden. Wir haben jetzt schon 4 Dateien gefunden und ich lasse die Geschichte jetzt mal komplett durchlaufen. Und dann schauen wir, ob wir die gelöschten Bildchen auch wieder finden können. Wobei, ich kann meine Klappe ja eh nicht halten. Also, ihr seht schon, man kann hier direkt auch während des Scanvorgangs schon mal schauen, ja, was wurde denn hier schon gefunden und, ach, schaut her, da ist schon eins der Bilder wieder aufgetaucht, eines der alten Logos und die kann man sich auch direkt hier in der schönen Vorschau anzeigen lassen und wenn man will, dass es wiederhergestellt wird, na, einmal auf Wiederherstellen klicken. Sehr schöne Sache. Schauen wir aber gleich mal, ob die restlichen Bilder auch noch gefunden werden. Ich gehe mal stark davon aus und was ist denn das hier alles? Meine Güte, alles Mögliche. Und nochmal gerade der Hinweis, wenn ihr die Software runterladen wollt, ich verlinke euch die in der Videobeschreibung, dann könnt ihr die direkt hier von der Homepage runterladen. So, genug dazu. Wir warten jetzt mal ab, bis hier oben 100% steht. Und die Glocke hat es gesagt, der Scan ist abgeschlossen. Sehr schön. Und wir haben insgesamt 366 Dateien wiedergefunden. Meine Güte, das ist aber eine ganze, ganze Menge. Schauen wir mal, ob wir hier auch die Bildchen wiederfinden, die ich ja eben gelöscht habe. Ihr seht, da sind auch viele Dateitypen dabei, die entweder, ich bin kein Experte, nicht richtig wiederhergestellt wurden oder irgendwelche temporären Dateien, mit denen man nicht wirklich mehr was anfangen kann. So, wir schauen mal durch. Hier habe ich sie jetzt nicht drin. Schauen wir mal hier in den Ordner. Was haben wir da Schönes? Ja, da sind sie doch. Wunderbar. Dort seht ihr sie. Die ganzen Logos, die ich eben gelöscht habe, sie sind wieder da und könnten einfach per Knopfdruck wiederhergestellt werden. Cool, hat funktioniert. Sehr schöne Sache. Das war auch einfach, hat natürlich eine Weile gedauert. Ich glaube, der hat jetzt so 5 Minuten etwa gescannt für diesen 4 GB Speicherstick, wenn ihr das dann auf einer Festplatte macht. Ja, also es kann dauern, aber es ist die Sache einfach wert, denn ihr könnt wieder herstellen. Wunderbare Geschichte. So, also Leute, das Scan-Ergebnis, ja, das kann erstmal weg. Ich würde mal sagen, die Software kann tatsächlich, was sie verspricht und bietet eben hier noch diese ganzen anderen Funktionen an. Und jeder, der wirklich mal wichtige Dateien verloren hat, kann, glaube ich, froh sein, wenn er auf solch eine Software zurückgreifen kann. Also mein kleiner Test, auf jeden Fall mit dem USB-Stick, der ist erfolgreich verlaufen. Wie gesagt, Verlinkung findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Mi AppleCat. Macht es gut!